Hallo Leute, herzlich willkommen zurück. World of Tanks Zeit. Hier bei mir auf dem Kanal Steve Austin RP. Ja, ich gönne mir zurzeit das ein oder andere Mal eine guttunende Pause von dem Spiel. Gibt verschiedene Gründe, deswegen wahrscheinlich sicherlich auch das Spielniveau. Private Sachen, aber halt auch die ganze Streitgeschichte mit Wargaming, aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Ich habe mal wieder ein Replay bekommen. Der Choller in seiner Su-152 auf Paris im Standardgefecht. Was war das gerade? Sah aus, als hätte er einen Koffer rückwärts hochflippen lassen. Aber gut, gucken wir mal. Ja. Da hat der Gegner-Scout schön gerade eine gefangen. Erstmal Glück gehabt auf die Distanz, dass der natürlich getroffen hat bei der Streuung, aber auch weil der Scout einfach schadensgeil war gerade in dem Moment. Hochlunzen wollte, um den Scout unseres Teams zu beschießen, was sie natürlich auch gut gemacht haben. Der ist leider tot. Ja, Su-152, 7er Panzerzerstörer. Ich glaube, ich bin auch bei der Su, beim 7er. Lässt sich mit der Treugun recht lustig spielen. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen wegen der Streuung. Schön geahnt, aber... Und das ist das Problem. Also schön geahnt, aber durch die Streuung ist der sonst vorhin gegangen. War natürlich... unsinniger Schuss, weil man geht dadurch auf und hat im Prinzip ja nur die Möglichkeit, rückwärts zu fahren. Das tut man sehr langsam. Und eigentlich hat er jetzt Glück, dass er noch am Leben ist. Und normalerweise müsste man versuchen, eine andere Stellung anzufahren. Nur so viele gibt es dort nicht. Ja, mit dem TD muss man halt einfach geduldig sein. Das ist das, was die meisten Leute dann immer wieder bemängeln. Oh, ich krieg nichts ab. Ja, das kann durchaus mal ein, zwei Runden so sein. Oh. Jetzt. Netter Schuss. Und, das Glück auf der eigenen Seite gehabt. Das Maximum rausgeholt vom Aimkreis. Abgedrückt und zum Glück getroffen. Jetzt Auto-Aim. Gekettet. Ah, da reicht auch. Nimm TD links. Ja. Nein. Jetzt TD. Wieso schießt du nicht auf die Su? Hätte man vielleicht mittiger einzielen können. Da links der Heavy. Dreh. Das war aber nicht der. Links, weiter links ist noch ein Tiger. Ah, das Gefecht kippt gerade in die Richtung des eigenen Teams, deswegen muss man jetzt nach vorne Schaden machen. Ah, wieder Glück gehabt. Der Tiger stirbt jetzt.
unnötig. Also jetzt da noch vorzufahren, um den Schuss zu fressen, ganz sicher. Jetzt... War der Fahrer vorher schon tot? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Also das war jetzt gerade unnötig. Wenn der Fahrer noch nicht tot war, war es mega unnötig. Weil man war ja selber sowieso schon noch im Reload, konnte nichts machen. Wieder ein bisschen Glück gehabt. Aber schöne 700er Schelle. Oh, nur 200. Naja, aber was soll's. Dadurch, dass die Seite da gebrochen ist, im Prinzip würde ich jetzt glatt behaupten, hat der Tod des Fahrers nochmal ein bisschen dazu beigetragen, dass man sich dann doch dazu entschieden hat zu verteidigen. Und verzeiht mir das jetzt mal, aber ich zeige euch das jetzt einfach mal so. Aus dem simplen Grund, ihr müsst echt mir Bilder schicken in der richtigen Auflösung oder wir müssen da irgendwie einen Weg finden, dass das nicht mehr über Facebook oder so läuft, weil ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dort wird das Ganze irgendwie formatiert oder nochmal kleiner gerechnet. Daher kann ich es euch nur so zeigen. Also wie ihr schwach erkennen könnt, waren es 3.378 EP bei 75.513 Credits. Ich glaube, es waren 3.720 Schaden am Ende. Der Rest bleibt wohl für immer geheim. Aber es war eine schöne Suchrunde. Am Ende doch noch, glaube ich, mehr Schaden als gedacht. Und die eine oder andere schöne Schelle ausgeteilt. Also Glückwunsch. Das war's mal wieder hier bei mir auf dem Kanal, euer Steve Austin LP. Ich würde mich natürlich über ein Like, über ein Abo oder über Kommentare von euch freuen. Ihr wisst, das hilft mir immer extrem viel weiter. Bitte schaut euch auch gerne die anderen Projekte bei mir auf dem Kanal an. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Erfolg.